Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Arcane Veil. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Ja Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Arcane Veil. Ja, beim letzten Mal sind wir in die große Stadt gegangen, also in die große Zitadelle, haben da einige Abenteuer erlebt und ich habe jetzt hier offscreen mal die ganzen Tränke mir mal da unten gemacht, soweit ich konnte. Ich habe dadurch einen Gesundheitstrank und einen Rüstungstrank jetzt. Ich habe mal mein ganzes Zeug verkocht und auch ein bisschen Zeug verkauft. Und ich merke gerade, ich habe genügend Bronze jetzt, um mir die gesamte Bronzerüstung hier einmal zu schmieden. Ist es, sie arbeitet gerade? Ich würde dann sogar noch, je nachdem wie viel Bronze übrig bleibt, mal kurz gucken, was davon am meisten wert ist. Und würde ich noch ein paar weitere Rüstungen einfach zum Verkaufen machen, damit wir ein bisschen mehr Geld haben. Ja. Was wäre denn heute unser Ziel? Also unser allererstes Ziel ist natürlich, die Bronzerüstung hier zusammenzukriegen. Dann würde ich oben eventuell gucken, dass wir hier rechts einmal gucken. Da links kann ich wahrscheinlich eh noch nichts machen. Ich wollte mir dann das Rezept kaufen, was dort ist. Wir wollen hier den einen Typen bezahlen. Und sobald ich eine gute Ausrüstung habe, können wir eigentlich auch nochmal in die Katakomben. Und dort dann versuchen, hier Andus Gruft zu bewältigen. Das wäre so ungefähr der heutige Plan. Wenn die Ausrüstung gut genug ist, würde ich mich eventuell auch einmal an der Arena versuchen. Es dauert echt lange, bis die gemacht ist, die Rüstung. Ich würde sagen, dass das der Brustpanzer am meisten wert ist. So. Und die Rüstung ist gleich fertig. So, ich lasse mal den Rest hier einfach zu dem Brustpanzer machen, dass ich die dann später verkaufe. Und jetzt. Oh. Eine komplette Bronzerüstung, Leute. Warte mal. Wir sind in unserer bronzenen Rüstung jetzt unterwegs. Müsste richtig viel Abwehr auch sein jetzt. Ja, 14 Gesundheit, 12 Rüstung, ein bisschen mehr Ausweichchance allein durch den Teil hier. Nochmal 11 in Gesundheit und 10 Rüstung. Und ich glaube, der Bronzehelm war auch besser als der Bergarbeiterhelm. Ja, 100 pro. Abgesehen davon, dass der Bergbauhelm mir auch ein bisschen Angriffstempo gibt. Eine weitere Sache, die ich machen wollte, wenn ich hier unten bin. Ich wollte mal die alte Angel loswerden und mir diese Superangel kaufen. Weil ich finde, die normale Angel ist schon sehr schlecht. Also wir können uns die jetzt leisten. 751 ist gekauft. Da ist die Angel jetzt. Wir haben die Superangelroute. Die können wir auch direkt ausprobieren. Vielleicht fangen wir ja dann auch direkt die rohe Forelle. Ich denke aber, Forellen sind eher so Süßwasserfische, also muss ich den hier oben eher fangen. Ich habe ein paar Angelköder im Inventar, also das ist weniger das Problem. Vielleicht muss der im Blickfeld sein. Komm, du willst den Köder und du weißt es. Ja, er reagiert. Ja, ich habe direkt die rohe Forelle gefangen. Komm hier, Miet. So, dich müssen wir jetzt zu Grace bringen. Hier, das war Grace. Oh je, sie scheint dich zu mögen. Sie ist mir nie irgendwohin gefolgt. Ihr beide seid unzertrennlich. Ich hätte nie gedacht, dass ich den Tag erleben würde, an dem sie jemanden ihre Zuneigung zeigt. Bitte, pass gut auf sie auf. Och, jetzt habe ich auch noch eine Katze. Kann ich nicht mehrere mit mir tragen? Ich habe nicht gesagt, bleibt das stehen. Wo ist jetzt mein Fuchs hin? Der wartet jetzt hier oben, oder wie? Wo ist mein Fuchs?
Ist der in meinem Inventar jetzt? Ja, mein Fuchs ist wieder in meinem Inventar. Ach, ich kann mir aussuchen, ob mir eine Katze oder ein Fuchs folgt. Ich finde den Fuchs cooler als die Katze. Aber hey, wir haben jetzt eine Katze. Und ein paar Brustpanzer, um ein bisschen Geld zu machen. So, dann können wir auch wieder nach da oben gehen. So, der Händler steht hier tatsächlich gerade noch. Ich habe denen schon ein bisschen so mein altes Zeug verkauft. Ja, der Bergarbeiterhut, den brauche ich nicht mehr. Oh, die bringen gut Geld. Die haben sehr gut Geld gebracht. Die alte Angel kann ich ihnen aber leider nicht andrehen. Kann ich dir die Angel andrehen? Nö, ich kann dir die Leinen verkaufen. So, den Eisenhelm wollte ich lernen, damit ich aus dem Eisen auch was craften kann, was eventuell Geld bringt. So, ist hier denn irgendwo ein Amboss? Ansonsten müsste ich dafür nochmal wieder runterrennen. Ich glaube übrigens, wenn ich deine Quest annehme, dass ich nicht instant in die Arena geschmissen werde. Das glaube ich wirklich nicht. Das Eisen, ne Langschwert, das wollte ich mir von dir auch kaufen. Damit ich eine bessere Waffe habe. Weil das Langschwert, das ist definitiv stärker als mein Knochenschwert. Ja, ist es auch. Muss jetzt nur das Eisenschwert da unten in die Leiste ziehen. So, wie viel kriege ich denn für mein Knochenschwert? 120 Münzen ist akzeptabel. Ich werde auch irgendwann noch ihr das eine Teil da kaufen. Ich habe ihn gefragt, ob mir meine Waffen verbessern können. Nein, kann er nicht. Ja, deutlich schneller als das andere Schwert. Boah, man sieht mal wieder nichts, ne? Ich vermisse jetzt schon meinen Bergarbeiterhelm. Wo waren das in? Hier. Kann ja sein, dass da auch eine Quest ist. Ja, da wartet tatsächlich eine Quest auf mich. Ich kann hier Schleifsteine machen. Hier sind zwei Kisten zum Plündern. Oh, gutes Zeug. Ich hoffe jetzt mittlerweile bei jedem Bücherregal irgendwie so ein Rezeptbuch zu finden. Also eine ganz faire Frage. Warum soll ich euch bezahlen, wenn ich einfach mich in das Bett legen kann? Warum soll ich extra dafür bezahlen? Wenn ich das auch gratis nutzen kann. Was bräuchte man eigentlich für diese Torte jetzt? Ich habe ja gerade das Rezept dafür gelernt. Kann ich offenbar nicht am Grill machen. Hallo Helen. Was machst du in meiner Küche? Kannst du nicht sehen, dass ich sehr beschäftigt bin? Was machst du? Ich mache meine weltberühmte Obsttorte. Das Lieblingsdessert des Königs. 3 Tage hintereinander. Oh je, die Eier. Die Eier. Ich habe die Eier vergessen. Und die Milch. Und das Mehl. Okay, bleib ruhig. Meine Vorräte gehen zur Neige. Vielleicht könntest du mir ein paar Dinge bringen. Ich baue 3 Eier, 2 Mehl und vor allem 1 Eimer Milch. Wenn du mir diese Zutaten bringst, habe ich eine tolle Belohnung für dich. Ich weiß, wo ich Milch und Eier bekomme, aber wo bekomme ich Mehl her? Ach ja, in der Mühle. Bring die Zutaten so schnell wie möglich zu mir. Wenn der Nachttisch zu spät kommt, wird der König heute Abend nicht glücklich sein. Hallo Daisy, was verkaufst du denn? Ein paar Alchemieartikel? Was verkaufst du denn so? Bienenkönigin. Okay, damit kann man Bienenvolk gründen. Im Übrigen, für jede Tränke, die man machen will, bräuchte man diese Ingwerwurzeln. Und die sind sehr rar, was es heißt, auszugraben. Das ist, glaube ich, der Zauberturm tatsächlich. Wie kann ich dir behilflich sein? Verkaufst du Leuchtzauberstäbe? Das werde ich tun. Ach, die sind sogar recht billig.
geschmolzene Stiefel. Ein blaues Hemd. Kauft er diese Leuchtstäbe ab? Nein. Der kauft mir gar nichts ab. Aber ich kann dieses Feuerwerk jetzt mal bei Nacht zünden. Ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis du zu Besuch kommen würdest. Willkommen im Turm der Zauberer. Die meisten, wenn nicht alle Zauberer, kommen hierher, um zu trainieren und zu lernen. Kann ich ein Zauberer sein? Ich möchte lernen, wie man die Teleportationsportale nutzt. Oh, du willst also lernen, unsere Portale zu benutzen. Das macht Sinn. Selbst einfache Menschen wie du können das tun. Und ich werde mehr als glücklich sein, dich zu unterrichten. Um die Portale zu aktivieren, brauchst du eine alte Rune, die mit einem Passwort verzaubert wurde. Und nur ich kann diese Runen herstellen. Der Haken an der Sache ist, dass ich selbst kaum noch Runen zum Verzaubern habe. Wenn du bereit wärst, welche für mich zu sammeln, würde ich dich gerne mit welchem versorgen. Okay, ich sammle sie gern. Perfekt, die Runen, die ich benötige, heißen Erdrunen. Sie sind recht häufig, wenn man weiß, wo man danach suchen muss. Steingolems im Grasland sind normalerweise eine ziemlich sichere Quelle. Sie sind allerdings sehr schlagkräftig, also sei vorsichtig, wenn du sie angreifst. Bring mir 5 Erdrunen zurück und ich werde sie verzaubern. Sobald du die verzauberten Runen hast, kannst du unsere Portale benutzen. Okay. Ich kann ihnen jetzt nichts mehr abkaufen. Ihr habt doch bestimmt ein Buch, was ich nutzen kann. Nope. Nope. Aber hier ist auch so ein Alchemie-Apothekertisch. Hier kann ich auch so Notsachen herstellen. Ach, hier liegen auch zigtausend Tränke, ne? Kann ich mir gönnen. Die hatten sogar Bronzeerz hier rumstehen. Muss ich diese Zauberstäbe eigentlich ausrüsten? Nein. Und ich glaube, dass das Wunderkerzen einfach nur sind. Das da ist die Arena. Ist das ein Stier? Das ist ein Stier. Ich lege mich mal nicht mit dem an. Ich kann mir vorstellen, dass der Kraft hat. Oh, ein blauer Busch. Blaubeeren. Ich habe die Blaubeeren entdeckt, Leute. Bist du ein Händler? Du wärst einer, aber du verkaufst momentan nichts. Ich habe die 500 Münzen, ich gebe sie dir einfach mal. Eine weise Entscheidung. Ich werde die Schuld als beglichen betrachten. Lass ihn wissen, dass er jederzeit wiederkommen kann, um zu würfeln. Kann ich da rein? Nö. Hallo Dave. Guten Tag, ich bin Dave, die Person, die die Stadtverwaltung leitet. Meine Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass alles in der Stadt gut aussieht. Von der Reparatur kaputter Türen bis hin zum Anbringen eines neuen Zauns. Kannst du mir beibringen, wie man Möbel erstellt? Ist eigentlich nicht für nötig, man braucht nur einen dieser Schreinertische. Okay. Ich sag dir was, wenn du mir ein paar meiner alten Möbel abkaufst, darfst du meinen Schreibertisch benutzen. Wie hört sich das an? Okay. So, reicht es, wenn ich dir einfach das einmal abkaufe? So, darf ich da jetzt dran? Ja, darf ich. Ich kann hier einen Schreinertisch auch selber herstellen zum Mitnehmen. Leiter. Ich könnte mir ein Bett selber herstellen, die großen Truhen, Kompostbehälter. Okay, jetzt aber auch nichts sonderlich Wichtiges. Aber ich will mal so eine große Truhe aufstellen unten. Ich will wissen, wie viel Platz sie im Vergleich zu den anderen Truhen hat. Hast du schon mit Maximus gesprochen? Was hat er gesagt? Ich habe ihn nicht gesprochen und deine Schulden sind beglichen. Du hast es getan? Also ist er nicht mehr hinter mir her? Ah, das ist so eine Erleichterung. Ich habe mir wochenlang Sorgen darüber gemacht. Danke, dass du das getan hast.
Ich habe in der Truhe meines Vaters nachgesehen und mich erinnert. Ich habe die zerrissene Karte nicht mehr. Entschuldigung für die Enttäuschung, aber ich brauche etwas Hilfe und ihr hättet bestimmt nicht geholfen, wenn ich euch gesagt hätte, dass ich das zerrissene Kartenstück nicht mehr habe. War nur ein Schwert. Ich mag ein hilfloser Spieler sein, der seine Schulden nicht bezahlen kann, aber wenigstens ehrlich, manchmal. Die Wahrheit ist, dass ich die Karte Madison in der Bibliothek gegeben habe, damit sie diese studieren kann, kurz nachdem mein Vater gestorben war. Sie sagte, sie habe die Karte eine Weile studiert, aber konnte sie nie entziffern. Ich sprach mit ihr und sagte ihr, dass ich möchte, dass du die Karte bekommst. Vielleicht hilfst du dir sogar, sie zu reparieren. Okay, zum Madison wollen wir. Haben die Bibliothek ja schon gefunden. Madison war hier oben da. Hallo, mein Name ist Madison. Was führt dich heute in die Bibliothek? Karte. Ach so, ich hatte mich schon gefragt, wann er sie endlich abholen würde. Ich habe diese Karte viele Stunden lang studiert, aber ohne das andere Stück ist sie nutzlos. Das wäre, wenn ich das andere Stück hätte. Nun, ich könnte die Karte wahrscheinlich für dich entschlüsseln oder zumindest in der Lage sein, mehr über ihre Ursprünge zu überfahren. Wenn das so ist, dann wäre das fantastisch. Ich habe noch nie eine Arbeit wie diese gesehen. Die Karte zu studieren wäre fantastisch. Wenn du mir ein paar Stunden Zeit gibst, kann ich das eine oder andere entschlüsseln oder sogar mehr über ihre Ursprünge erfahren. Was sagst du dazu? Okay, da muss ich später nochmal hin. Dann können wir ja noch andere Sachen erledigen. Zum Beispiel können wir mal gucken, wie viel der Eisenhelm kostet. So, wie viel Eisen willst du denn? Ach, nur 2 Eisenplatten willst du? Und das eiserne Langschwert, das könnte ich mir jetzt auch selber herstellen. Das ist ja richtig billig. Wenn das viel Geld bringt, mache ich mir jetzt richtig viele Eisenschwerter. Dann kann ich mir auch das Rezept da oben kaufen. So, aber vorher, bevor wir jetzt da oben anfangen... Ich habe das Zeug schon rausgeholt. Große Truhe. Okay, man sieht auf jeden Fall, dass die größer ist. Wir einfach mal den Platz vergleichen. So 4, 5, fast 6 Reihen hat die große. Die normale hat nur 3. Also es ist fast das Doppelte. Ja, ich würde schon sagen, so größere Truhen lohnen sich mehr als die kleinen, auch wenn sie ein bisschen mehr Platz verbrauchen. Dafür kann man sie aber auch wesentlich besser anwählen als die normalen, weil das ist manchmal so ein bisschen buggy. So, dann machen wir uns mal einen Eisenhelm. Und dann mache ich aus den restlichen ein paar Schwerter. Und noch einen Dolch zum Verkaufen. So, Eisenhelm. Wir vergleichen natürlich erst. Der Eisenhelm hat 16 Gesundheit, 14 Rüstung, 2% Ausweichchance, aber mein Bewegungstempo geht um 0,1 runter. Ja, es ist aber trotzdem in einem Punkt auf jeden Fall besser. Und Mann, hat die Blaubeere gut geheilt. So Leute, mein Zeug ist noch nicht fertig gecraftet, aber es ist jetzt Nacht und ich würde sagen, Feuer frei! Könntest du ein bisschen aus dem Weg gehen? Fuchs, komm mal hier runter! Oh, ist das Feuerwerk schön! Quest erfüllt. Hast du das gesehen? Es war spektakulär. Ich wage zu behaupten, die beste Vorführung, die die Bastion je gesehen hat. Katina ist beeindruckt. Ich bin jetzt der oberste Stadt nach. Das verdanke ich nur dir. Gibt es viele Narren in der Stadt? Es gibt ein paar. Du siehst sie nur nicht, weil ich eindeutig der Beste bin, der es je geschafft hat. Hier ist deine Belohnung. Ein paar meiner alten Stiefel. Sie sind extrem leicht und lassen dich schneller laufen. Viel Spaß damit. Sind die Stiefel das jetzt überhaupt wert gewesen? 11 Gesundheit. Oh, die sind besser als meine jetzigen. Ja, sind dann gekauft. Ich dachte, ich bräuchte mehr als einen Zauberstab. Na gut, sie haben aber auch nicht viel gekostet, ne? So, Leute, dann wollen wir noch mal gucken, wie viel Geld uns das ganze Zeug jetzt einbringt, was ich hier gecraftet habe.
Einen Moment, ich muss suchen. Da haben wir schon mal den Eisendolch. 314. Ich weiß nicht, ob der das Schwert, was ich gerade ausgerüstet habe, auch mit im Fokus hat. Nee, ich denke mal nicht. So, das eiserne Langschwert. Oh, guckt mal, wie viel Geld wir haben. Oh, ist das schön. 2300. Gib mir dein Rezept, Junge. Weißt du was? Diesen Netzwerfer werde ich bestimmt irgendwann brauchen. Den kaufe ich mir auch mal direkt. So. Eiserne Streitaxt wurde gelernt. Kann ich jetzt an einem Amboss herstellen. So. Den holen wir uns jetzt noch unsere Karte von Madison. Ah, die Bus zurück. Gerade rechtzeitig. Ich habe die beiden Karten stundenlang studiert. Das hat mich wirklich verblüfft. Selbst wenn man die beiden Teile zusammenfängt, hat die Karte keinen Bezug zu unserer bekannten Welt. Ich habe eine Theorie, wie man sie lesen könnte. Aber das ist auch schon alles. Wie lautet deine Theorie? Es gibt einen alten Zwerg, der tief in den Sümpfen südlich von hier lebt. Alabaster ist sein Name. Er lebt etwas zurückgezogen, kennt sich aber mit vielen alten Sprachen und Symbolen bestens aus. Ich glaube, dass er in der Lage sein könnte, die Karte zu entschlüsseln. Alabaster lebte früher in der Stadt und besuchte sogar ab und zu die Bibliothek. Aber je älter er wurde, desto paranoider wurde er. Schließlich verließ er die Stadt und ist nie mehr zurückgekehrt. Wenn du ihn aufsuchen willst, dann zeige ihm die Karte und er wird dir vielleicht den richtigen Weg zeigen. Tut mir leid, dass ich dir nicht weiterhelfen konnte. Ach, du hast mir gut genug geholfen. Hast du mir jetzt die Karte denn wenigstens gegeben? Ja, hier. Die Schatzkarte. Jetzt ist sie vollständig. Und wir haben hier oben offenbar jetzt alles entdeckt. Als nächstes wird es dann hier unten in die Wildnis gehen, würde ich sagen. Obwohl ich natürlich schon vorher gerne einmal die Arena besuchen würde. Und natürlich auch die Katakomben noch machen will. Ich denke mal, von der Ausrüstung her sind wir jetzt auch stark genug. Ich würde sagen, wir machen hier für heute Schluss. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst doch ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!